Wo, was geht denn bitte hier ab? Nein! Oh, hört ihr diese Sirene? Katastrophenalarm in Los Santos. Ich glaube, ich spinne, Leute. Ey, ich glaube, ich drehe durch und... Wow! Erdbeben! Erdbeben! Nein, 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 nein. Nicht schon wieder, Leute. Hier ist ja komplett Katastrophe. Seht ihr das Erdbebenometer? Ey, die Erde ist am Wackeln. Ich glaube, ich drehe durch. Hier ist ja alles komplett am Durchdrehen. Die ganzen Geräte spielen verrückt. Okay, Freunde. Irgendwie habe ich gerade hier auf meinem PC die Nachricht bekommen, dass irgendetwas am Strand passiert sein soll. Dass da irgendwie ein Vulkanausbruch war, alles voller Lava sein soll. Keine Ahnung, ich würde sagen, boah, ey, ey, das macht mir echt Angst. Wir müssen das Ganze mal untersuchen, gucken, was da abgeht, Leute. Biologe Skill ist wieder zurück. Wir fahren da ganz schnell hin und gucken. Also ich muss ganz ehrlich sein, Leute, außer diese Erdbeben, die hier manchmal stattfinden, sieht das Wetter eigentlich heute ganz gut aus. Ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen. Und hier sind auch unsere zwei neuen Fahrzeuge. Einmal, den wir letzte Folge geklaut haben, den Bugatti Bolide für 16 Millionen Dollar gibt es den. Ja, Leute, das ist einfach eins der krassesten Fahrzeuge überhaupt. Und einmal unser GT, aber ich würde sagen, da es heute zum Strand geht, werden wir den GT nehmen, Leute, weil der ist einfach viel, viel besser zum Fahren. Besserer Allrounder. Bugatti muss heute mal stehen bleiben. Ey, ich bin wirklich gespannt, was da abgehen soll. In den Nachrichten wurde irgendwas gesagt, Platten haben sich verschoben, Vulkan soll entstanden sein und alles voller Lava soll am Strand sein. Also kann ich mir irgendwie bei bestem Willen, sage ich euch ehrlich, nicht vorstellen. Aber der Sache werden wir jetzt erstmal hier untersuchen. Ey, was ist denn hier los? Stehen bleiben! Hä? Ey, der klaut das Motorrad? Stehen bleiben. Ich glaube, ich spinne hier. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Seh zu, dass du Land gewinnst. So, Freunde, wir gehen mal kurz hier der netten Frau das Motorrad wieder. Ja. Hey, gar kein Ding, Bro. Hier. Gib ein bisschen Kohle aber ab. Ich brauche Kohle. Wiederschauen. Und reingehauen. Hey! Was ein Gauner. Da helfe ich ihm, sein Bike wieder zu bekommen und nicht mal Geld lässt darüber wachsen. Naja, gut, Leute. Jeden Tag eine gute Aktion, ihr wisst Bescheid. Den Räuber haben wir in die Flucht geschlagen. Weiter geht's runter zum Strand. Das ist natürlich logisch. Sobald Chaos ausbricht, die ganze Zeit Erdbeben ist, sind natürlich alle Leute verrückt. Boah, das Wetter hat sich aber... Das Wetter hat sich aber jetzt ganz komisch... Wow! Wow! Was ist denn das jetzt hier? Ey! Ich glaube, ich werde irre in der Birne. Da ist gerade fast ein Meteorit auf mein Auto geknallt. Oh. Okay, ich bin uns echt gespannt, was uns da am Strand erwartet. Guckt euch mal bitte diese Blitze an. Ey, hier ist richtig die Party am Starten. So, wir sind auch schon da. Ey, ich hoffe, dass... Nein. Nein. Bro. Was? Wow! Was ist das? Hä? Was ist mit dem Wasser los? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist Lava. Und hier kommen Meteoriten runter. Ist hier irgendwo ein Vulkanausbruch oder was geht hier ab, Alter? Ey, das ist wirklich... Guck mal hier, diese Meteoritensteine. Ey, das habe ich ja... Ey, sowas habe ich noch nie gesehen, ich sage euch ganz ehrlich. Sowas habe ich Real Talk noch nicht gesehen in GTA. So, Leute, wir werden jetzt mal das Auto hinfahren, parken und das Ganze mal genauer untersuchen. Also, das ist... Also... Hä? Was geht denn da jetzt ab? Nein! Das ist ja ein Megalodon oder wie das heißt, Leute. Das ist so ein Riesenhaifisch. Bro! Überall Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Da ist ja richtig Alarm. Okay, Leute, wir werden das Ganze mal kurz untersuchen, weil die werden sich wahrscheinlich auch wundern, was hier passiert ist. Wenigstens haben jetzt hier die Meteoriten aufgehört, runter zu fallen. Hey, Bro, was habt ihr denn da aus dem Wasser geholt? Da ist ja ein Riesenfisch. Bro, was geht hier ab? Guck mal, hier richtig alle Untersuchungen hier. Oh Gott, hier gibt es sogar... Nein, hat dieser Fisch hier diese Menschen aufgegessen oder was? Ey, was ist denn bitte das für ein Riesenhai? Leute, aber kann das eventuell sein, dass der Hai wegen der Lava gestorben ist? Guckt euch das mal bitte an. Guckt euch mal bitte sein Maul an. So, wir werden mal hier vorne gucken, was hier abgeht, Alter. Das ist... Das Wasser sieht richtig komisch aus. Bro, was geht denn hier ab? Ey, der steht im Wasser. Ist der lebensmüde oder was? Das ist Lava! Und die geht hier sogar noch joggen. Was ist mit dem Typen? Der muss auf Toilette oder was? Ey, nein. Die schwimmen doch da nicht, oder? Nee, die sind tot. Die sind tot, Leute. Oder was machen die da? Lava baden? Freunde, wisst ihr was? Ich sag euch ganz ehrlich, wenn dieser Hai gerade gestorben ist, was passiert, wenn ich jetzt hier eine Angel reinhaue? Überleg mal, wir hauen da eine Angel rein und holen irgendwie so einen Lavafisch raus. Nein, das geht nicht. Gibt's nicht, oder? Ich werde mir eine Angel holen. Abfahrt.
Jungs, ich werde das untersuchen. Ich bin Urzeitexperte. So, Freunde, wir werden jetzt schnell zu Angel Joe fahren. Unseren Angelladen des Vertrauens. Und werden da uns jetzt erstmal eine schöne Angelrute holen, eine kleine Stippe. Und dann werden wir den Aal reinhauen da. Und dann bin ich gespannt, was wir aus diesem See holen werden. Aus einem Lavasee, ich glaube, ich spinne. So, Leute, hier bei Angel Joe, da gibt es die besten Angeln. Mal kurz vorbeigucken, was da. Ich hoffe, ey Leute, da brauchen wir eigentlich so wie eine Angelsehne, spezielle Angelsehne, die nicht abbrennt. So Leute, wir kaufen jetzt am besten 20 Angelruten rein, weil ab und zu gehen die ja auch kaputt, wir kennen das ja bereits. Geld haben wir ja noch gut auf dem Konto. Perfekt, 20 Angelruten sollten eigentlich reichen. So Leute, ab geht's zum Steg und dann werde ich den Jochen mal reinhauen. Aus dem Weg! Wow, 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 wow! Oh mein Gott! Ey, wäre ich in die Lava reingefallen, das wäre es gewesen. Das wäre es wirklich komplett. So, was geht? Ich bin wieder da. Ich? Oh, was? Was hier ist? Hä? Wieso stehen die hier? Guck mal, so ja Rettungsschwimmer, aber ich glaube, hier in die Lava wird eh keiner reinspringen. Ah, die gucken alle da hinten zum Schiff. Oh mein Gott. Ja, die sind natürlich, das Schiff wird wahrscheinlich gleich in Flammen aufgehen. So, Leute, wir hauen mal die Angel rein. Ich bin gespannt, was wir hier rausholen. Ey, ich habe noch nie in einen Lavateich geangelt. Wer hat denn da schon mal drin geangelt? Komm, was ziehen wir raus hier? Na? Hallo? Wo? Oh! Wow! Okay. Also, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Lavafisch. Aber ich denke mal, da würde was Größeres drin sein. Wenn nicht, dann müssen wir gleich mal die Position ändern. Aber so eine kleine hier, so kleine Forelle ist schon ganz nett. Ey, Leute, überlegt mal, uns beißt hier irgendwie so ein Urzeitwesen oder so ran. Oh, was denn das? Ey, ich sag euch ganz ehrlich, die Fische sehen auch ganz anders aus. Das sind auf jeden Fall andere Fische. Ich glaube, die sind mutiert, dass die halt in diesem Wasser leben können oder so. Oh mein Gott. Okay, komm, komm, komm. Zieh raus. Wow! Noch ein Ding, $45. Bald haben wir hier den ganzen Steg voller Fisch. Ich muss ganz sagen, das ist eine sehr, sehr gute Position. Aber seit diese Lava hier in Los Santos ist und dieser Oh, nee. Hä? Bro, was ist denn das da hinten? Nein. Was ist denn das da? Bro, ich glaube, Leute, das ist so ein Riesen... Hä? Das kann nicht sein. Leute, ist das dieser Riesenhai? Ich glaube, das ist dieser Riesenhai. Oh mein Gott, irgendetwas hat diesen Riesenhai gekillt. Ich sage euch ehrlich, Leute, ich werde mir jetzt ein Boot holen und werde da hinfahren. Komm. Und von da aus angeln, das wird der Plan werden. So, jetzt müssen wir mal hier runterfahren. Nämlich am besten holen wir uns wieder einen Hafenschlepper, um das mal abzuchecken, was da abgeht. Oh, Jackpot. Da steht sogar ein Hafenschlepper, Leute. Den werden wir uns einfach klauen, weil wir müssen das untersuchen. Ganz merkwürdige Sachen, die hier vor sich gehen. Aus dem Weg, wir haben es eilig. Wow. Die Frage ist nur, wie wir da reinkommen. Weil ins Wasser kann ich nicht reingehen. Harry, fahr mal das Ding ein bisschen zurück. So, Leute, ab geht's auf hoher See mit unseren Fischkuder. Dass wir einfach hier diese Lava abkönnen. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, aus was dieses Boot da gebaut worden ist. Aber wieso stirbt da dieser Hai? Bro, ich dachte, der fühlt sich hier... Wow! Also entweder es gibt zwei Möglichkeiten, ich sag euch ehrlich. Entweder es gibt hier einen größeren Hai als den Hai, den wir jetzt fangen werden, oder der ist an der Lava gestorben. Ich habe keine Ahnung, aber hier ist, glaube ich, eine gute Position, um zu fischen. Ich bin wirklich gespannt, was hier anbeißen wird. Ey, das Ding ist doch... Wie soll man so einen Hai töten? Ich glaube, die Flunder hier... Also ich bezweifle, dass die Flunder hier den Hai getötet hat. Kann ich von hier, warte mal. Wo kann ich überall angeln hier? Das war hier schön. Weil falls ich was angel, Leute, ich will nicht, dass es rüberfliegt. Weil es fliegt ja jemand, wenn man das raushaut aus dem Fisch hier einmal über das ganze Boot. Komm, 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 komm. Lavafisch, wo bist du? Ey, das ist doch scheiße. Jetzt sind wir auf hoher See und das Wetter wird kacke. Wow! Was kommt denn da jetzt runter? Wow, der Fisch ist weg. Leute, er ist hier vorne. Er ist hier vorne. Der hat ihn gezogen.
Ja, jetzt holen wir ihn raus. Komm, beiß an. Ich mach gleich Spezialköder ran. Oha, es geht wieder los. Ich glaube, das Ungeheuer, weil... Oh, Leute, es könnte auch theoretisch... Ach, scheiße. Das Monster von Loch Ness oder so sein. Ich weiß nicht. Aber das ist doch nicht mehr normal. Jetzt angeln wir hier auf einmal und jetzt geht hier richtig die Luzi ab. Was ist denn das? Was war denn das gerade? Boah, ich muss mal hier... FIB-Package war das gewesen. Warte mal, ich muss mal hier das Boot ein bisschen anders fahren. Oh, schnell. Wow, wow, er greift uns an! Mayday, Mayday! Wow! Oh nein, das Boot sinkt! Nein, 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 nein! Das Boot... Oh, Leute, ich glaube, wir verbrennen. Wir müssen da wieder rein. Wow, Leute, einfach... Ey, das war das überlebt haben. Ich glaube, ich werde irre. Einfach dieser Hai, der hat uns angegriffen. Wir müssen rein ins Boot, weg hier. Auf jeden Fall mal kurz die Position wechseln. Der Typ ist ja richtig gemeingefährlich. So, wir werden jetzt hier einmal das Boot drehen. Oh. Ey, ich hoffe, so ein Meteoriten-Dings trifft uns nicht. Dann war es das aber hier ganz schnell mit dem Boot gewesen. So, wir müssen jetzt mal hier drehen, ey. Das Ding ja auch schon wieder zu drehen, das dauert halt... Boah, war das knapp gewesen. Gut, oh! Gut, dass wir es ausgewichen haben. Ey, ich sag dir gleich, wäre ich von so einem Teil getroffen. Und dann war es das aber komplett gewesen. Gut, wir stellen uns jetzt mal hier hin. Und ich werde nochmal die... Wow! Wow! Ey, was geht? Der Erdbeben, hier geht einfach alles ab, Leute. Und wir sind einfach hier draußen und angeln. Ich sag euch ganz ehrlich, die Beringsee ist dagegen nichts, was wir hier machen. So. Angel während eines Meteorschauers. Angeln, gar keinen Bock. Einfach Rente geholt. So, komm, hol jetzt das Ding hier raus. Wow! Was ist das? Was passiert hier? Nein! Das Boot ist fast gekentert. Wir müssen schnell raus, Leute. Ey, der Typ, der greift einfach, der mit einem Hit, weiß ich nicht, mit der Flosse oder so, mit einem Hit bringt er hier das Boot zum Umkippen. Was ist das für eine Bestie? Beiß doch jetzt mal an! So, ich werde gleich einen Spezialköder ranbringen. Wow, das ist schon ein großer Fisch. $200 bringt er sogar. Ich werde gleich so eine Spezialköder ranbringen. Das glaubt ihr gar nicht, was wir da ziehen werden. Wieder die gleiche Flunder. Kann doch nicht wahr sein. Oh, Alter, was das für große Wellen hier sind. Guck dich mal an. Diese Lavawellen. Komm, Abfahrt. Gib ihn. Jetzt noch was Vernünftiges hier. Ah, komm, 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 komm. Da merke ich doch, da ist was dran, da ist was dran, Leute. Es ist was... Wow, wow, Bongos. Ey, was sind Bongos? Warum ziehe ich... Ich dachte, das ist ein Riesenfisch gerade. Wisst ihr, wie schwer die waren? Wow. Die Wellen spüren wahrscheinlich den ganzen Dreck gerade an. Das ist gar nicht gut. Oh, komm, 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 komm. Kein Dreck. Ich glaube, das ist diesmal... Oh, ein Portemonnaie. Oh. Ja, das ist... Der ganze Müll von den Menschen wird gerade angespült. Und den angeln wir. Super. Danke für nichts. Oh, die Welle kippt, glaube ich, um. Oh. Wow! Wow! Was ist denn das? Das kann nicht sein. Ich habe ein U-Boot gefangen. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Wow! Ey, wir haben noch nie ein U-Boot gefangen. Ich sag euch ehrlich, in diesem Lavasee, also hier, glaube ich, ist einfach alles drin. Wow, was war denn das? Oha, so ein Schraubenzieher. Ja, den brauchte ich sogar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Aber obwohl, die Position gefällt mir eigentlich ganz gut, Leute. Also vielleicht ziehen wir hier gleich noch ein Auto raus oder so. Wer weiß. Komm, gib ihm. Komm. Nee, das ist ein kleiner Fischi. So, ich werde jetzt die Angel noch mal dreimal reinpacken. Ah, komm. Komm. Diese kleinen Fische. Boah, aber guck mal, wie der aussieht. Richtiges Lava-Biest. Dass der da überhaupt überleben kann, check ich nicht. Los, komm, zieh, zieh, zieh. Wir haben nichts gefangen, Leute. Wir müssen, glaube ich, die Position ändern. Eigentlich müsste ich das U-Boot... eigentlich irgendwie mitnehmen.
Das müssen wir eigentlich abholen lassen von irgendjemandem. Freunde, wenn ihr hier vom Meer sehen wollt, dass wir im Lavasee angeln, dann lasst ein Like und ein Abo da. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, die wir hier machen. Das ist nichts für schwache Nerven. Das soll es gewesen sein, Leute. Schön mit Öl.